Ja, Freunde, wir öffnen heute das Premium-Produkt von Disney, Lorcana, um genau zu sein. Das ist so groß, da muss ich sogar die Kamera anpassen. So, jetzt seht ihr alles. Die 100er Collectors Edition Walt Disney Animation Studio Presents, das Premium-Produkt. Und schaut euch das mal an. Das sind alles super seltene Karten. Und hier haben wir die alle in dieser Collection drin. Zusätzlich haben wir auch nochmal 4 Booster vom aktuellsten Set. Das werden wir aufmachen. Und das wurde mir auch netterweise von Ravensburger bereitgestellt. Da auch nochmal großen Dank. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Item. Überall ausverkauft. Und großen Dank auch an Steffen, wenn er sich das anschaut. Disney 100. Und schaut euch das mal an. Selbst die Verpackung ist holographisch. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal ganz geschmeidig rein. Das ist super fest zugeklebt. Und jetzt einmal hier die ganze Umverpackung. Aber das sieht schon sehr, sehr, sehr edel aus. Und wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts, aber ich merke, dass hier unten alles sein müsste. Holen wir mal alles hier raus und das sind einmal die Promokarten, auf die wir gleich eingehen werden und einmal die Booster. 1, 2, 3, 4 Booster. Und ich würde sagen, wir machen schon mal ein Pack auf. Wir wärmen uns auf. Wir haben schon bereits ein Display aufgemacht, Freunde. Wir haben hier die Mini-Karte und oben links haben wir einmal das Artwork. Und wir haben schon bereits ein Display aufgemacht. Schaut euch das gerne an. Und wir wollen hier noch immer die Enchanted-Karten ziehen. Ich werde gleich meine Meinung dazu abgeben zu dem Produkt, weil einen Punkt hätte ich besser gefunden. Wir gehen aber erstmal rein. Zum Angriff haben wir hier drin Flieg ins Glück. Die holographisch wäre sehr, sehr stark. Ellie LaBeouf. Herumspringen mit Tigger, den wir eben gezogen haben. Winnie Pooh hat, glaube ich, auch sogar eine Enchanted-Karte. Das wäre sehr, sehr, sehr krass, aber die sind so schwer zu ziehen, Freunde. Und einmal Gräfin Tremaine. Wir sehen hier, wir haben jetzt hier 4-mal Aufstieg der Flutgestalten. Ich persönlich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn 2-mal Flutgestalten drin wären und 2-mal von dem ersten Set. Aber es ist trotzdem overall ein sehr, sehr, sehr nices Produkt. Machen wir weiter. Wir machen noch ein Pack auf. Und dann gehen wir einmal auf die Promokarten ein, Freunde. So, einmal der Code für euch mit der Minimaus. Keine Karte nach vorne. Nein, nein, das nicht. Und wir gehen rein. Bodun, der ist mir, glaube ich, komplett neu. Dann haben wir einmal Arthur. Ich glaube, das war sogar die letzte Karte, die wir aus dem Display gezogen haben. Die Eule Hachi, äußerst allergisch. Das sieht man ihn auf alle Fälle an. Die gute Fee Reinherzes. Verlass dich ganz auf mich. Jedes Mal, wenn du einen Cinderella-Charakter ausspielst, darfst du einen Charakter deiner Wahl erschöpfen. Dann haben wir einmal Jafar. Und der braucht auch noch eine große Karte. Pinocchio auf der Flucht. Seppelhupel. Dann haben wir Judy Hopps. Das Buch der Zaubersprüche. Tuk Tuk. Mulan holographisch. Oh, die fühle ich, Freunde. Die fühle ich. Die sieht sehr nice aus. Die gefällt mir richtig gut. Erstmal direkt einsleeven. Ganz klare Sache. Gehen wir einmal rein zu den Promokarten. Und ja, die sind hier in so einer Papierverpackung, kein Plastik. Gut für die Umwelt, aber die werden wahrscheinlich durch die Verpackung hin und her geschleudert. Vielleicht wird sich das in Zukunft ändern. Aber was toll ist, wir haben auch hier die Unterschriften von den Illustratoren, meine ich. Das steht hier auf der Rückseite. Hier haben wir immer so eine Beschreibung. Zum Beispiel hier bei Mickey Mouse freundliches Gesicht. Der legendäre Animator Mark Henn begann als Phasenzeichner bei Cobb & Copper und war spätestens Animationsleiter für einige der beliebtesten Disney-Prinzessinnen und Heldinnen, darunter Ariel, Belle, Jasmin, Mulan und Tiana. Das ist seine Unterschrift. Wir haben hier zu jeder Karte einen kurzen Text, Freunde. Das ist schon ein Stück Geschichte, was wir hier haben, plus die Unterschriften. Starten wir rein mit den Promokarten. Ich habe Stand jetzt keinen Plan, was die kosten. Ich werde euch wahrscheinlich die Preise hier rein editieren. Und wir fangen hier einmal an. Und das sieht schon sehr, sehr, sehr krass aus. Mickey Mouse, freundliches Gesicht. Und hier seht ihr es, die Unterschrift mit drauf. Ich bin gespannt, ob wir von Lorcana sowas öfters bekommen werden. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, zahlst du 3 weniger für den nächsten Charakter, den du in diesem Zug ausspielst. Komm herein, hier gibt es viel zu entdecken. Und wir sehen auch hier unten einmal das Disney 100-Icon in der Mitte. Mark Hamm und Storyborn Heroes.
Das ist schon eine coole Karte. Der muss gleich eingesleeved werden, Freunde. Zack, zack, zack. Und das ist der erste Hit. Und das ist krass, weil dafür musst du so viele Packs aufmachen. Und hier haben wir einfach so viele in einem Produkt. Elsa ohne Handschuhen. Ich glaube, es gibt sogar noch ein Artwork mit Handschuh. Gezeichnet von Brittany Lee. Storyborn Heroes, reine Mage. Das sieht schon sehr, sehr krass aus. Also so Artworks könnte ich mir auch bei anderen TCGs vorstellen, so in dem Style. Auch hier mit dem Disney 100 Icon. Und das Einzige, was ich noch fühlen würde bei Lorcana wäre, wenn die Karten nicht nur holographisch wären, sondern auch Texturen hätten. So richtige Texturen, das lässt sich bestimmt noch irgendwie, ja, machen in der Zukunft. Aber das ist schon mal sehr, sehr krass. Auch hier oben rechts die Unterschrift von dem Illustrator. Und weiter geht es, ups, mit Genie. Und ich glaube, der wird mir hier am besten gefallen. Genie, der Genie aus der Wunderlampe, mit dem bin ich aufgewachsen. Und das habe ich auf und ab gehört. Und der sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Genie, entfesselte Energie. Hier einmal die Unterschrift. Flutgestalt Held, gezeichnet von Eric Goldberg. Das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Kosmische Kräfte. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du eine Aktion, die 5 oder weniger kostet, kostenlos ausspielen. Und das sind schon die Juwelen, die dann in die Decks reinkommen werden. Machen wir weiter mit Stitch, auch ein Fan-Favorite-Charakter. Ich muss sagen, Stitch, Lilo und Stitch habe ich nicht so richtig verfolgt. Da war ich vielleicht schon zu alt. Stitch, Scheusal, sein Zerstörungsprogramm zeigt Wirkung. Ab sofort ist er fixiert auf Großstädte, wo er verstopft, Kanalisation verdreht, Straßenschilder und von allen Leuten stiehlt linken Schuh. Also okay, Jumbo Chokiba. Okay, war mir gerade eben unsicher. Okay, Alex Kuperschmidt hat ihn gezeichnet. Da ist seine Unterschrift und auch für Sammler würde ich mal behaupten, ist dieses Produkt sehr, sehr hot, da man halt hier ganz klaren Fokus auf die wunderbaren Artworks hat. Weiter machen wir mit Marley Fitz und das sieht schon sehr, sehr, sehr krass aus. Nicht eingeladen. Sie ist nicht eingeladen. Im heutigen Video wurde sie eingeladen. Traumgestalt, Schurkin, Magierin. Sie hatte keine Einladung und braucht keine Vorstellung. Das stimmt. Lorelei Bowie hat sie gezeichnet und da hat sie einen guten Job erledigt. Malefiz, das sieht schon sehr, sehr krass aus. Und einmal die letzte Karte ist Maui, Halbgott. Und der sieht auch sehr, sehr, sehr stark aus. Sagengestalt, Held, Gottheit 8-8. Der hat ordentlich was auf dem Kasten. Wenn die Götter dir ein Boot schenken, nimmst du es. Ganz klare Sache, wer nicht, wer sollte kein Boot nehmen. Und von Bill Schwab illustriert. Schwab oben rechts die Unterschrift. Passend sogar zum Artwork integriert. Und der ist auch sehr, sehr, sehr stark. Ich muss aber sagen, Elsa kommt auch sehr, sehr, sehr krass. Das sind alles wunderbare Karten. Und ich hoffe, dass da noch viel, viel mehr reinkommen wird. Weil ihr habt doch schon mitbekommen, dass die Sachen alle ausverkauft sind. Und dass da auf alle Fälle die Nachfrage da ist. Wir schauen. Nee, keine Karte nach vorne. Keine Karte nach vorne. Gräfin, die haben wir doch gerade eben schon gezogen. Gaston, der Gumo-Eintopf. Schlafmütze. Die Legenden vom Schwert in dem Stein. Zauberwesen. Raya. Jafar. Pech ohne Schwefel. Goofy. Oh, Goofy mag ich auch sehr. Von Unruh. Und Nick Wilde. Holographisch. Der schlaue Fuchs. Was steht da? Popsicle. Ah, das ist eine Süßigkeit. Und Freunde, letzte Pack. Dann sind wir schon durch. Tatsächlich ganz schnell. Und da nochmal vielen lieben Dank an Ravensburger. Wirklich, das ist ein sehr, sehr cooles Produkt. Ich bin gespannt, was da noch in der Zukunft auf uns zukommen wird. Das gefällt mir. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Discard-Card. Ja, Freunde, ich habe das mal gegoogelt und habe herausgefunden, dass die Karten doch sehr, sehr wertvoll sind. Ja, kann man wohl mit annehmen, denke ich mal. Eine schwarze Karte, das habe ich mal gesehen. Im Discord wurde es gepostet. Keine Ahnung, ich kann dazu euch dazu nichts sagen. Ich glaube, die sind sogar recht begehrt, selten. Werde ich euch einblenden, wenn ich was finde. Freunde, lasst gerne ein Like da, um das zu supporten. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Produkt so findet. Letztes Gefecht, verbindlicher Vertrag, Schlaf mit Flöte und wir beenden es einmal mit Prinz Little John und einmal Gaston, intriganter Verehrer.